Yo Leute, ich bin Ali und das hier ist meine kleine Tierlist zu WWE-Themes. Ich werde euch die Tierlist, die ich hier verwende, mal in der Beschreibung verlinken. Ihr könnt ihr euch die selber angucken und eure eigene Reihenfolge hier machen. Es werden eventuell ein paar relativ kontroverse Meinungen dabei sein. Aber ja, das Ganze ist halt relativ subjektiv. Also hier gibt es eigentlich kein richtig und kein falsch. Ich denke, ich werde das hier einfach nach der Reihenfolge machen, die hier vorgegeben ist, wie das hier anfängt. Da fangen wir an mit Finn Balor. Und zwar Catch Your Breath. Das ist noch die alte, die mit dem Du-Du-Du-Du am Anfang mit dem Herzklopfen. Ist ein ziemlicher Banger, würde ich behaupten. Höre ich ganz gerne. Ist echt ganz nice. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die aktuelle Theme von Finn Balor besser ist. Aber ich würde mal sagen, Finn Balors Theme ist schon mal eine solide A-Tier. Chris Jericho ist auch ganz geil, passt sehr gut zum Charakter, aber ich fand die alten Versionen besser. Deswegen würde ich bei Chris Jericho wahrscheinlich eher dann fürs B-Tier gehen, würde ich sagen. Bin ich mir nicht sicher. Vielleicht werde ich das noch, weiß ich nicht. Real American von Hulk Hogan kennt jeder, kann jeder auch irgendwie den Text mitsingen, so ziemlich. Deswegen, und weil es halt einfach ein mega Klassiker ist, B-Tier vor Jericho, würde ich sagen. Aber ich finde Catch Your Breath irgendwann noch besser. Hellfire, das ist die aktuellere Theme von Sheamus, die am Anfang, wo er so dasteht und rumbrüllt und so, ist ganz geil. Aber ich muss sagen, ich finde die alte irgendwie mittlerweile besser. Ich fände es ganz geil, wenn Sheamus die Musik hier irgendwie zu Pay-Per-Views oder zu großen Kämpfen benutzen würde und seine alte dann regulär. Das fände ich ganz geil. Also einfach nur, weil ich mich ein bisschen überhört habe an dem Ding hier, würde ich die wahrscheinlich erstmal auf C machen, wahrscheinlich sogar. So ungefähr. AJ Styles, Phenomenal Theme, die hat er seit Anfang an, seitdem er in der WWE ist, seit 2016, also schon eine Weile. Und die ist ganz gut, die passt, aber finde ich nicht so krass zu ihm, weil da irgendwas geredet wird von einem Typen mit einer Farmer's Strength, also irgendwie einer Bauernstärke, also weiß ich nicht. Der Song an sich ist aber ganz nice, aber ich würde den wahrscheinlich so hier in die Mitte zwischen Real American und Chris Jericho packen. Irgendwie so. Shinsuke Nakamura. Das ist ja ein ziemlicher Banger generell. Ich muss bloß einfach sagen, hier ist wahrscheinlich so mit die kontroverseste Meinung in dem Video für mich. Ich finde die Theme ein bisschen overrated, muss ich wirklich sagen. Also klar, sie ist nice, sie passt auch gut zu ihm. Aber sie ist natürlich auch ein komplettes Klischee, ne? Also ein komplettes japanisches Klischee mit der Violine da drin und so. Es ist eine sehr nice Theme. Ich werde sie auch ins A-Tier packen, aber nicht ins S-Tier. Für mich persönlich, so. Es ist halt auch die Frage, nach welchen Kriterien man hier die Themes bewerten will. Ich persönlich bewerte sie für mich so ein bisschen halt, wie sehr mir der Song selber so persönlich gefällt und wie sehr er auch zum Charakter passt. Würde der Song jetzt noch weniger zum Charakter passen, würde ich sagen B-Tier sogar. Aber so bleibe ich bei A-Tier, aber hinter Finn Balor in meinen Augen. Oder in meinen Ohren besser gesagt. Shane McMahon, Here Comes the Money, auch eine geile Theme für ihn persönlich passend. Aber ich mag den Song nicht sonderlich gerne. Deswegen seht ihr. So ähnlich ist es auch mit Vince McMahons Theme No Chance in Hell. Geile Theme, passt auch echt gut zu ihm. Ich finde die Theme auch an sich so vom Zuhören her geiler als Here Comes the Money. Deswegen machen wir sie mal hier hin. Würde ich so sagen. So ungefähr. Wie gesagt, man kann das ja alles immer noch verändern, aber ich denke, das passt soweit ganz gut. Triple H, King of Kings, ist somit seine schwächste Theme, würde ich fast behaupten. Ich tue mich ein bisschen schwer, Songs in D, E oder F zu packen, um ehrlich zu sein. Aber ich finde, King of Kings hat keine Chance gegen The Game oder auch My Time, in meinen Augen, von Triple H, so von den Themes, die er halt hat. Deswegen machen wir die mal hier hin, I guess. Muss ich noch überlegen. Das wird auf jeden Fall nicht die finale Liste sein. Nächste kontroverse Meinung in dem Video. Cult of Personality. CM Punks aktuelle Theme. CM Punks
Theme, die er jetzt für den Großteil seiner Karriere benutzt hat, seit 2011, wenn ich mich nicht irre. Und ich mag die Theme nicht sonderlich. Ich finde ihn nicht so krass, muss ich sagen. Kann zwar sein, dass sie sehr gut zu ihm passt, aber ich finde musikalisch den Song ehrlich gesagt nicht super ansprechend. Muss ich wirklich so sagen. Deswegen packe ich den echt auch in C-Tier. Ich finde den relativ mit, den Song. Muss ich wirklich sagen. Jetzt kommt vielleicht die nächste Kontroverse in dem Video. This Fire Burns finde ich extremst geil. Habe ich mega gefeiert. Ist einer meiner Lieblings-Themes so overall und ist tatsächlich für mich eine S-Tier-Theme. Fand ich viel besser. Ich find Cult of Personality von der Theme her einen absoluten Downgrade im Verhältnis zu This Fire Burns, aber das ist natürlich wahrscheinlich keine gern gesehene Meinung oder eine unpopular Opinion, wie man heutzutage gerne sagt. I Came to Play von The Miz ist auch eine sehr nice Theme, passt auch sehr gut zu ihm und ist halt auch musikalisch echt ansprechend. Die Lyrics sind sehr, die brennen sich ins Gehirn ein. Tatsächlich würde ich sagen A-Tier. Also ich finde I Came to Play vom Zuhören her geiler als die hier, muss ich sagen. So allgemein, also wenn ich jetzt zum Beispiel rumlaufe und Spotify anhab, würde ich eher Real American skippen als I Came to Play. So generell. The Game ist natürlich die stärkste Theme von Triple H, definitiv. Und hätte wahrscheinlich auch ein S-Tier verdient. Ich mache es aber ins obere A-Tier. Ist aber auf jeden Fall so. Wenn man sich eine Theme von einem Wrestler vorstellt, ist es wahrscheinlich die von Triple H. Wenn du den Song irgendeinem Nicht-WWE-Fan zeigst oder nicht, einem Nicht-Wrestling-Fan, dann wird er denken, ja, das ist doch ein Song für einen Wrestler. Definitiv. Ich habe eventuell zu früh gesprochen. Ich habe gesagt, ich tue mich schwer, Themes in D, E oder F zu packen. Ich muss sagen, ich bin echt kein wirklicher Fan von Daniel Bryans WWE-Theme gewesen. Ist halt cool, so ein klassisches Thema zu benutzen, so den Flug der Valkyren. Aber, also ganz ehrlich, ich finde den Song echt wack. Also ich finde seine AEW-Version wesentlich besser. Mit den Chants am Anfang, mit dem Rap drüber. Hat zwar auch eine Zeit gebraucht, sich dran zu gewöhnen, aber trotzdem finde ich auf jeden Fall deutlich besser. So allgemein und alles in allem. Also weiß ich nicht. Finde ich eine relative Flop-Theme tatsächlich. Word Life von John Cena ist extremst geiler Song. Kann man sich ganz gut anhören. John Cena am Rappen ist immer nice. Hat das natürlich auch in My Time Is Now gemacht. Aber in Word Life hat das natürlich noch mehr gemacht. Ich glaube, der Song ist auch ohne jemand anderen aufgenommen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Hier so? Vielleicht hier so? Ich denke so. Würde ich so sagen. Line in the Sand, die Theme von Evolution, auch sehr geil. Würde ich auch sagen, kann man entweder auch A-Tier oder B-Tier packen, finde ich persönlich. Ihr merkt schon, ich bin eher so, ja, wobei, ich wollte schon sagen, eher so der Rock-Fan, was Themes anbelangt. Kann man auch eigentlich so sagen, weil The Game und The Fire Burns sind schon ziemlich rockig. Ich überlege, ob ich sie vielleicht... das ist eine schwere Entscheidung. Ich würde sagen, so tatsächlich. Das ist schon schwierig. Are You Ready von D-Generation X, auch ein sehr, sehr geiler Song. Ist wahrscheinlich auch wieder A-Tier, aber wahrscheinlich hinter denen, hinter Evolution. Boah, aber mittlerweile wird es echt schwer, fällt mir schwer zu beurteilen. Oh, nächster Banger von Kevin Owens. Ist vielleicht auch im Verhältnis zu Sami Zayns Theme jetzt wieder ein controversial Take, aber ich mag Sami Zayns Theme nicht so sehr wie die von Kevin Owens tatsächlich. Ich feiere diesen Guitar-Riff da drin, so mit der Gitarre und so, das ist schon sehr, sehr geil. Es ist bloß zum Zuhören, wenn man es jetzt so zum Beispiel auf Spotify hört oder so, ist es ein bisschen wiederholungsmäßig. Deswegen ist es tatsächlich wahrscheinlich eher keine S-Tier-Theme. Für den Wrestler an sich wahrscheinlich schon, zum Zuhören dann eher nicht, deswegen eher hier. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Theme. Genauso wie die von Sami Zayn, aber die finde ich
ist für einen Wrestler wieder, also für seinen Charakter gerade, sehr, sehr geil. Gerade mit der Crowd Interaction und sowas. Sehr, sehr geil. Aber zum Zuhören so auch wieder so, ja, ist halt okay. Wahrscheinlich hier. Für mich. Ich sehe schon, das A-Tier wird voll. Ich hoffe, man hat da noch weiter Platz, weil ich denke, ein paar werden noch in A-Tier kommen. Seth Rollins Theme. Ich muss sagen, ich fand seine Version ohne das Burn It Down, also das, ich glaube, das ist auch Second Coming, also das du und so weiter, also die Theme vor dem er Monday Night Messiah war, sozusagen, wo auch die WrestleMania 31 Theme ist, das sozusagen, bloß halt mit Burn It Down da drin, und es gefällt mir nicht so, muss ich sagen. Deswegen wahrscheinlich hier so. Aber die Theme selber ist nice, ist aber auch wieder sehr repetitiv, also wieder sehr wiederholsam. Dolph Ziggler, I'm Perfection oder was immer das ist. Oder Here's to Show the World, whatever. Ist nicht meins. Passt zum Charakter, aber ist nicht meins. Also ich zum Beispiel hier, One of a Kind finde ich wesentlich besser. Finde ich auch nicer als viele von denen. Ist für mich eher so Top of B-Tier. Währenddessen Edge zum Beispiel ist auch wieder eine mega krasse Theme. Muss ich wahrscheinlich sogar S-Tier packen. Ernsthaft. Also, der Song hat halt auch so viele Erinnerungen für mich. Genauso wie This Fire Burns. Es ist halt auch klar, das hat halt auch was mit Erinnerungen zu tun. Deswegen ist die Liste natürlich auch sehr, sehr subjektiv. Ich sehe auch gerade, ach doch, da ist die Undertaker-Theme. Ich habe mich schon gefragt, wo ist die Undertaker-Theme? Hier ist auch Randys alte Theme, aber Randys neue Theme ist nicht da, was ein bisschen awkward ist, aber gut. My Time von Triple H finde ich stärker, auch wesentlich stärker als King of Kings, aber schwächer als The Game, aber trotzdem geil. Es passt bloß seinem heutigen Charakter nicht mehr. So. Also damals hat es zu seinem Charakter wesentlich besser gepasst. Tatsächlich hier. Mega geile Theme. Also ihr seht schon, Triple H hat ein starkes Theme-Game. In meinen Augen. Da ist schon eine Menge am Start. Das ist schon echt krass. Also, was der Mann alles für Banger über die Jahre hatte, da können sich einige echt ein Stück von abschneiden. Und ja, die arme Shayna Baszler zum Beispiel, die hat ihre gute Theme weggenommen bekommen und jetzt so eine richtig langweilige. Eine Theme, die auf jeden Fall nicht langweilig ist, ist die von Shawn Michaels, Sexy Boy. Und es ist krass, weil, wenn ich mich nicht komplett irre, hat Shawn Michaels für seinen Singles Run, also nachdem er aus dem Tag Team mit Marty Jannetty rausgegangen ist, hat er, glaube ich, nur die Mucke gehabt. Ich glaube, der hat die nie verändert, was extremst krass ist und mir dahingehend schon Respekt abzollt. Musikalisch ist auch cool und halt auch die Jokes, ne? Also, I'm a sexy curd, I make your ankle hurt. Also, falls ihr das noch nicht kennt, müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. Deswegen, ja, würde ich es wahrscheinlich hier so einordnen. Ungefähr. Stone Cold Steve Austin ist für mich tatsächlich 90% Glasklirren und halt einfach, ja, also die Mucke selber ist halt cool. Ich weiß halt auch jetzt nicht genau, welche Version es ist. Er hatte so eine Disturbed Theme Variant, die war sehr, sehr geil. Die hat halt auch ein bisschen Fleisch dran sozusagen, die hat Text drin. Ansonsten ist das halt auch nur einfach so ein sich wiederholender Loop, mehr oder weniger. Aber für den Charakter passt es mega gut. Aber meins ist es jetzt nicht unbedingt. Ist aber natürlich eine ziemlich legendäre Sache. Deswegen muss die auch hier irgendwo hin. Ich würde sie wahrscheinlich hier hinpacken. Tatsächlich. Ähnlich ist es auch mit Rock. Also ich finde das hier tatsächlich nicht seine stärkste Version, seine stärkste Theme. Ich mag die alte lieber. Muss ich auch sagen. Ich finde die, klar, die bringt Energie rüber und ist auch ein Stück weit electrifying. Aber ja, wieder zum Anhören und so ist es wieder so ein bisschen mit. Deswegen würde ich die wahrscheinlich hier hinpacken. Und die ältere Version finde ich tatsächlich besser, weil sie irgendwie ein bisschen mehr Charakter hatte. Vielleicht auch, weil die Zeit geiler war fürs Wrestling. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hier. Oder da. Wir lassen es erstmal da. Zu Seamus habe ich ja schon vorher gesagt bei Hellfire, dass ich seine alte Version auch lieber mag. Auch ein bisschen lustig, ne? Irgendwie sind die alten Versionen für mich meistens die besseren. Strange. Früher war alles besser.
Hier so. Der arme Miss. Aber es ist halt eine A-Tier-Theme, aber gerade so. Irgendwie. Mark Henrys Theme ist natürlich für den Charakter ultra krass. Also es ist perfekt. So gerade in seiner Hall of Pain-Zeit war die Theme so ziemlich das Akkurateste, was du nehmen konntest für ihn. Es war perfekt einfach nur gepasst. Und zum Zuhören ist es auch ganz nice. Es ist halt eine Theme mit Text. Die sind mir meistens eh lieber als die Themes ohne Text. Deswegen ist da sowieso nochmal ein Bonus. Aber ich finde sie jetzt auch nicht stärker als die von Rob Van Dam. Wahrscheinlich auch nicht stärker als die von den beiden. Aber ich finde dadurch, dass sie besser passt als die von AJ, würde ich sie in die Mitte vom B-Tier packen. Hier sind wir dann wieder bei Goldberg, bei einer Theme, die halt keinen Text hat. Passt halt zu Entrance perfekt so, ne? Halt so dieses aufbauende, ominöse so ein bisschen. Der Stier kommt aus dem Rauch und tritt sein Feuerwerk los und all den Shit. Zum Zuhören ist sie aber ziemlich mid. Relativ boring. Ja, hier so. Würde ich sagen. Ich sogar, ey, hier. Sehe schon, ich mache mir mächtige Feinde damit, dass Cult of Personality so weit unten ist. Aber es hat auch einfach damit was zu tun, dass ich so ein krasses Downgrade hiervon finde. Burn My Light ist die alte Theme von Randy Orton. Und die ist cool. Eigentlich finde seine neue besser. Eine Ausnahmesituation, aber ich finde seine neue wirklich besser. Und dass die nicht hier drin ist, finde ich frech. Eine coole Theme ist es trotzdem. Ich weiß nicht, ob ihr den Remix mit der Theme von Edge kennt. Also, als sie noch zusammen im Tag Team waren unter Rated RKO. Da hatte die Theme echt einen Banger-Remix und es war auch sehr, sehr geil. Also, kann ich euch nur empfehlen, hört da mal rein. Aber so, als einzelstehende Theme finde ich sie eher langweilig. Aber hat zum Charakter gut gepasst. Das muss man lassen. Apropos, passt so gut zum Charakter. Die Theme vom Undertaker. Aber wie gesagt, wir gehen hier halt auch danach, wie sehr man die anhören kann. Und da hat der Undertaker wesentlich bessere Themes. Zum Beispiel die Version von der Ministry of Darkness mit dem Gitarrenriff da drin. Die ist da nochmal eine Ecke besser zum Zuhören über Spotify und so. Zum Beispiel die Theme habe ich nicht in meinem Spotify drin. Die von der Ministry of Darkness schon. Ich denke, das sagt einiges aus. Oh, hier ist Voices. Ich habe es doch nicht gesehen. Lul, ich habe eben gesagt, die ist nicht drin. What the fuck? Deswegen, und nur deswegen, weil ich sie halt langweilig finde zum Zuhören. Ist aber auch klar, weil ich meine, der Mann läuft halt 2, 3, 4 Minuten zum Ring. Aber ja, ist halt ikonisch, aber ist jetzt nicht so krass zum Anhören. Im Unterschied dazu finde ich Randy Orton's Theme kann man sich immer geben. Die ist sehr unterhaltsam, vor allem gibt es da auch eine Akustikversion von. Die ist auch sehr, sehr geil und sehr, sehr stark. Deswegen ist die Theme für mich sehr weit oben. Hier so, würde ich sagen. Mein A-Tier ist sehr voll. Ähnlich ist es mit der Theme von Batista. Das sind halt so diese Anfang der 2000er, 2005. Na okay, Anfang der 2000er. Aber 2005, 2006, 2007 Themes, die noch mehr Rock-Heavy sind und die halt einzigartig sind. Also so eine Theme hier ist nicht einzigartig in meinen Augen. So eine Theme auch nicht wirklich. Die hier, ja, ist schon relativ einzigartig, aber die hier auch nicht. Also es ist auch ein bisschen nach Einzigartigkeit. Und ja, da kann man sicherlich meckern und sagen, die ist auch nicht wirklich einzigartig, aber der Gitarrenriff ist halt geil. Aber hier ist halt auch wieder der Song an sich, den kann man sich auf dem Album reinpacken, finde ich in meinen Augen. Also es ist halt nicht nur, es ist halt, der Song irgendwie ist nicht so wie Batista selber. Batista selber ist ja von seinem Charakter halt so ein bisschen, ja, ich bin halt big, beefy, groß und hau dich weg. Aber der Song hat irgendwie mehr. Der Song gibt seinem Charakter auch irgendwie mehr. Deswegen finde ich auf jeden Fall nice und der ist auf jeden Fall in meinen Augen auch tatsächlich vor Nakamura. Einfach auch, weil Nakamura wieder ohne Text und nur, ne, hier, wisst ihr Bescheid, Violine halt. John Cena's My Time Is Now ist sehr, sehr geil, aber auch irgendwie ein Hint overrated. Ist für mich auf jeden Fall auch nicht S-Tier. Aber schon besser als die Theme von Shawn Michaels zum Zuhören. Deswegen hier. Und No More Words. Jeff Hardy macht ja selber Musik tatsächlich. Und ich finde, Jeff Hardy hat selber bessere Songs gemacht als No More Words. Aber der Song ist trotzdem geil, passt auch gut zu ihm und hat auch Text. Ist relativ einzigartig und ich erinnere mich noch,
als Jeff Hardy in seinem letzten Stint bei der WWE da zum relativen Ende dann nochmal rausgekommen ist mit No More Words, da haben die Fans das schon sehr gefeiert. Also da gibt es auf jeden Fall auch eine Reaction drauf. Der Song ist auch auf jeden Fall stark. Ich würde den mal hier so einordnen. Jetzt muss ich für mich selber nochmal hier alles so ein bisschen überprüfen und schauen, ob das für mich alles im Kontext Sinn macht. Aber ich finde soweit schon. Also F-Tier ist halt für mich ein Totalausfall. Und den habe ich jetzt bei der Auswahl der Themes hier auf jeden Fall nicht. Aber es ist halt schon so, wie gesagt, dass die beiden hier relativ generisch sind in meinen Augen. Vielleicht könnte man Goldbergs Theme auch noch ein bisschen weiter nach unten machen. Aber ich denke, das hier soll es so im Großen und Ganzen gewesen sein. Ihr könnt hier mal, wie gesagt, selber in den Kommentaren schreiben, was ihr darüber so denkt. Und was mich auch interessieren würde, hört ihr privat selber WWE-Themes? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Wrestling-Fans in ihrem Spotify einfach mal so eine WWE-Theme drin haben. Und das ist immer ganz lustig, wenn du dann irgendwie an einem Weg oder an der Straße vorbeiläufst so, und dann auf einmal, it's time to play the game. Und du kriegst so den Effekt, oh, ich bin jetzt Triple H. So, hä? Einfach null bei der Realität, aber trotzdem irgendwie ein ganz lustiger Effekt, könnte ich mal sagen, ob ihr das auch so empfindet. Ansonsten lasst gerne ein Like da, falls ihr neu auf dem Channel seid. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr neu seid, und ein Like generell, falls euch das Video gefallen hat. Mein Gott, sprechen ist heute auch irgendwie schwer. Ansonsten sehen wir uns im Video und wie gesagt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Macht's gut und ciao!